So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht Julian. Ich bin der, der immer diese Videos macht, die ihr überall seht, egal ob es auf YouTube oder auch auf Instagram ist oder auch TikTok. Heute geht es um dieses Mofa. Wie ihr seht, es ist meine Chow, sie ist militärgrün, war aber mal schwarz. Es geht heute um die ganze Story. Und jetzt kommt ein Auto, ich werde diesen Typ. Und nachdem dieses lästige Auto weg ist, kann es jetzt auch wieder weitergehen. Eine Piotr Chow C71, es ist keine C72, es ist eine C71. Sie ist also sehr alt, ich glaube, sie ist etwa 1976 oder so etwas gebaut worden. Ich habe sie damals 2021 im Frühling gekauft. Ich glaube, es war im April oder im Mai. Damals war ich 13. Mein Plan war es eigentlich, dass ich die Prüfung im Mai mache, weil ich im Mai auch 14 wurde. Und dann halt den ganzen Sommer überfahre. Viele, die mich besser kennen, wissen, dass dieser Plan nicht aufging. Denn ich habe die Prüfung erst im September bestanden. Musste sie einmal wiederholen. Ich weiß nicht, Straßenverkehrsamt, ich weiß nicht, wie ihr das mit diesen Prüfungen macht. Aber wieso muss man 6 Wochen oder 8 Wochen zwischen 2 Prüfungen warten? Es war so unnötig. Hat für mich bedeutet, dass ich den ganzen Sommer nicht fahren kann. Ja, so war es dann halt. Es war schwarz damals. Ich kann mal ein Foto einblenden. Dieses Foto, das ich jetzt gerade hier eingeblendet habe, war bei meiner Großmutter zu Hause. Ich habe viel zu viel dafür bezahlt. 1500 Franken. Es ist viel zu viel Geld für das, was es damals war. War mit altem Trittbrett, dem alten Lenker, dem alten grauen Licht. Ich habe dann zuerst mal, wie gesagt, mal normale Dinge gemacht. Ich habe dann angefangen mit einem Situ Plus, mit 13-13 Vergaser und Malossi Luftfilter. Dann wieder der Winter gekommen und dann hatten wir dann zum ersten Mal einen richtigen Parkplatz. Als ich dann ein bisschen gelangweilt war, dachte ich, jetzt machen wir den Einlass und 65 Kubik. Wie wir gesehen haben, hat es ja nicht so gut geklappt. Leider. Nächsten Sommer, den Sommer darauf, bin ich dann extrem viel mit ihm gefahren. Es war immer noch schwarz. Wir hatten auch die Felgen so türkis oder so ganz ein spezielles Blau lackiert. Ich blende mal ein Foto ein. Wir hatten viele Sticker, egal ob es irgendwie Grenzgänger-Sticker oder Pepek Willy Boy-Sticker oder irgendwelche auch andere. Kann ich vielleicht mal schnell zeigen. Dann hier auf dem Tank hatten wir ein Mix-Gas-Slap. Sticker. Der absolute Legendensticker, das kann ich euch sagen. Es waren gute Zeiten, sage ich es mal so, wie es ist. Moffe hatte da auch kein spezielles Setup, eben eines, mit dem es etwa 45 gefahren ist. War dann 2022, ist dann das Jahr 2023 gekommen. Dann habe ich mich dann aber dazu entschieden, da es wirklich immer wieder mal Probleme gemacht hat, sollte ich mal diesem Moffe ein bisschen Liebe geben. Dann ein Neuaufbau gestartet und dann auch irgendwie dieses Endprodukt entstanden. Wir haben es militärgrün lackiert, den Tank haben mir komplett entrostet. Die Felgen haben mir schwarz gemacht, eben jetzt mit Weißwand. Wie ihr seht, das Vorderrad macht ein bisschen Probleme, bin ich ehrlich. Also ihr könnt gerne vorbeikommen und dieses Vorderrad einbauen. Hat noch einen Crosslenker bekommen damals. Als Setup haben wir im Moment einen 65 Kubik Olympia-Zylinder zusammen mit einer Gasil-Kurbelwelle, einem 13-13er Vergaser und einem Malossi Luftfilter und einem 80er Pulli. Man könnte natürlich mehr machen, wollte ich aber nicht und es hat auch nicht so das Geld gereicht. Es ist nicht der Malossi-Zylinder, sondern der Olympia-Zylinder. Kein Rücklicht und auch kein Vorderlicht. Hat eigentlich auch nur eine spezielle Optik und hat auch nicht jeder. Also falls ihr jetzt noch Fragen habt zu dem Mofa oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder auch Kritik, schreibt sie in die Kommentare. Ich habe geplant, dass wir bald eine große Fragerunde machen oder ein großes Fragevideo. Egal, ob es zu irgendeinem Mofa ist, dieser Garage oder auch zu unseren Videos oder zu uns selbst. Also alles runter in die Kommentare.